Wir suchen dich. Eine Gemeindepädagogin, einen Gemeindepädagogen, eine Diakonin, einen Diakon. Wir brauchen dich. Warum? Noch wohnt da vorne mein Fahrkollege. Aber nicht mehr lange. Er geht bald in den Ruhestand und seine Fahrstelle wird nicht wieder besetzt. Aber ich möchte weiter pastoral im Team arbeiten. Wir haben es geschafft. Wir errichten hier ein IPT, ein interprofessionelles Pastoralteam. Eine Vollzeitstelle, unbefristet. Die Anstellungsträgerschaft liegt beim Kirchenkreis Halle. Das heißt, die Dienst- und Fachaufsicht liegt, wie bei mir als Pfarrer, beim Superintendenten. Der Dienstort ist hier, in Hasewinkel. Kennst du Hasewinkel? Hasewinkel liegt zwischen Warendorf und Gütersloh. Eine Kleinstadt mit etwas über 25.000 Einwohnern, die jede Menge Kindergärten hat, zwei davon in Trägerschaft des Evangelischen Kita-Verbundes und alle Schulformen. Hier werden Mähdrescher gebaut. Wir liegen am Rand vom Münsterland. Darum ist die katholische Kirche groß und wir Evangelischen klein. Wir sind die einzige Diaspora-Kirchengemeinde im evangelischen Kirchenkreis Halle und haben 3.500 Gemeindeglieder. Darum sind wir einerseits eine ganz gewöhnliche Landkirchengemeinde mit zwei Kirchen und einem Gemeindehaus. Und andererseits sind wir ganz ungewöhnlich. Komm, ich zeig dir das. Den Gottesdienst natürlich, den traditionellen, den normalen. Und jede Menge besondere Gottesdienste. Zum Beispiel Kinogottesdienste, Church-Up oder Wohnzimmergottesdienste. Natürlich ökumenisch. Der Gottesdienst mit Abendmahl unter einem Dach und Eucharistie unter einem Dach ist außergewöhnlich in ganz Deutschland. Und generationsübergreifende Gottesdienste. Das ist uns wichtig. Wie beim Mini-Gottesdienst. Wir feiern den mit ganz vielen Kindern und mit den Erwachsenen, mit den Oma und Opas. Wir singen, Jörg spielt die Gitarre, wir beten, wir basteln etwas Schönes, etwas, was zum Thema passt, etwas, was man mit nach Hause nehmen kann. Kommst du zu uns? Wir brauchen dich. Und wir brauchen dich auch. Unsere Konfi-Arbeit hat schon was Neues. Moment. Wir haben hier das Konfi 3, Konfi 8 Modell. Aber das kennst du ja wahrscheinlich schon. Aber weißt du was? Es läuft. Klasse ist das Konfi-Camp des Kirchenkreises. Ein Mega-Event. Und die Konfi-Fahrten? Ey, komm zu uns. Wir vom Helferkreis sind da direkt am Start. Kinderbibeltage, Kinderbibelwochen, Freizeiten. Das ist das, was wir ehrenamtlich machen. Im Team. Mit dir? Ja, mit dir. Mut zum Experimentieren. Diesen Mut haben wir. Auch den Mut, visionär sein zu dürfen. Natürlich klappt dann nicht alles. Muss es auch nicht. Nur so finden wir gemeinsam dann den Weg. Im Team. Und zum Team gehören über 300 Ehrenamtliche. Das ist schon eine Ansage, aber so haben wir hier das volle Leben. Ehrenamtliche brauchen auch die Hauptamtlichen. Und das verbindlich. Und hier ist die wichtigste Anlaufstelle, das Gemeindebüro. Bei mir werden alle Informationen gebündelt und weitergeleitet. Es ist eine richtige Schaltzentrale des Gemeindelebens. Hier finden die meisten Erstkontakte statt. Also komm zu mir, wenn du Fragen hast. Hier wird dir geholfen. Wenn du Hilfe bei deinen Projekten brauchst, ich, die Küsterin, würde mich sehr darüber freuen, wenn ich dich tatkräftig dabei unterstützen dürfte. Und als IPTler bist du natürlich Teil des Presbyteriums. Wir sind fast gleich viele Frauen und Männer und bilden einen guten Querschnitt über die Gemeinde ab. Wir freuen uns auf neue Anregungen und wir warten auf dich. Genau, ich auch und ich freue mich drauf. Komm, packt mit an, seien wir ein Team.